caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. And this ain't where I belong. Hey, look at me, mama, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all. All I know, I got lost along the way, fell between the fold, pulling the stitches. Time to let go, so come what may. God, you. Genau, wie der Norweger immer sagt. Wir wiederholen uns noch. Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Im Winter Wonderland. Wir können ein bisschen bewegen. Ja. Wir haben es schon sehr spät. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich glaube, nach um 11 schon. Ja. Naja, es ist der erste Weihnachtstag. Man hat in Ruhe gefrühstückt. Wir haben es uns gut gehen lassen. Und von daher, ne? Wir haben den zweiten Teil auch jetzt gerade abgeschlossen, fertig gemacht. Jetzt brauchen wir nur einen Ort, wo wir das hochladen können. Weil das muss ich sagen, hier ist der Upload sehr schlecht. Musst du noch mal schnell das Auto zusperren. Aha, wollte gerade sagen, kommt da jemand? Nein. Also Download geht, aber Upload ist ziemlich schwierig. Das sind die Tücken eines YouTubers, auf sowas zu achten. Naja, wir wollen euch ja auch irgendwie Content dann präsentieren können. Also von daher müssen wir natürlich da auch mal da ist alles zugeräumt, da brauchen wir gar nicht hingucken. Ja. Von hier sieht man das ja alles. Stimmt, naja. Ja, wir wollen jetzt auf jeden Fall einen schönen Winterspaziergang machen. Ihr habt ja schon richtig geile Szene von heute Morgen gesehen. Es wird noch richtig gut sonnig und da lassen wir einfach mal gucken, was der Tasso bringt. Das Feuer ist auch schon wieder an. Oh ja, genau. Ja? Die nette Dame, die hier vom Campingplatz, die hatte gestern mit uns gesprochen und ja, die hat uns auf jeden Fall auch, wenn wir Hilfe brauchen, wenn irgendwas ist, wir sollen sie kontaktieren, egal wann. Also ganz nett, super toll und ja. Genau, Fazit zu diesem Campingplatz gibt es aber später. Wir machen jetzt unseren Winterspaziergang, unseren Weihnachtsspaziergang, jetzt können wir ja Weihnachten noch sagen. Richtig. Und dann melden wir uns wieder, wenn es was zu zeigen gibt. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart. So rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill. Don't leave it all behind. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Ich glaube, wir stehen im Schnee. Ja, im Wald auf jeden Fall. Es ist ja hier teils windig natürlich. Das ist richtig windig. Ja. Wir können das mit der Kamera gar nicht so aufzeichnen, wie hier der Wind kommt. Weil das genial ist, ihr seht ja, wir werden von dort angeleuchtet.
Ja. Da kommt die Sonne raus, da werde ich auch gleich ein richtig cooles Bild noch sehen. Auf jeden Fall laufen wir hier einfach quer durch den Wald, weil jetzt hier im Winter gibt es hier bei Heckner Camping nicht so viel, wo man sagen kann, ach, da und da könnte man lang gehen. Deshalb, wir probieren es einfach aus und ich denke mal, ihr habt schon schöne Szenen hier bekommen, der Märchen Winterwald zu Weihnachten. Auf jeden Fall, also uns gefällt es hier sehr. Ja, und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Bilder und dann geht es für uns bald auch wieder zurück. Genau. So, Buggy. Ich genieße hier die Aussicht, weißt du das eigentlich? Es ist sehr schön. Windig. Sehr schön windig. Aber hier ist es schön warm drin. Das ist so typisch. Es kommt die Sonne raus und was passiert dann gleichzeitig? Wind, das hässliche Kind. Das Problem ist, dass es auch warm geworden ist. Wir hatten heute Morgen ja noch so um minus 7 Grad. Jetzt haben wir 0. um 0 Grad, genau. Es taut nicht, so ist es nicht, aber ja. Das wäre noch schlimmer, wenn es jetzt tauen würde. Dann hätten wir dieselben Hochwasserprobleme, wie sie in Deutschland gerade sind. Und es wird dann auch wieder wieder richtig kalt. Also so ist es nicht. Das ist jetzt halt eine kurze Periode, hätte ich beinahe gesagt. Ja, wir haben jetzt, du hast lecker Brotzeit gehabt. Ich habe einen lecker Kuchen gegessen, Baumkuchen, den isst Stefan nicht. Deshalb gab es jetzt, wir haben ja keinen Kuchen gebacken. Nö. Und vielleicht machen wir es auf der Reise noch, werden wir sehen. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall bereiten wir uns jetzt vor für Buggys Kombüsenstudio. Genau, unser Weihnachtsfestessen. Genau, das werdet ihr demnächst sehen. Ich glaube, am 2. Januar könnte das sein, dass der da kommt. Da gibt es ein 3-Gänge-Menü. Und da ich mit involviert bin diesmal in diesem Kombüsenstudio, also mehr als nur mäkeln und Kritik äußern. Ja, dann musst du selber, dann muss ich ja mal mäkeln und Kritik äußern. Du fliegst raus. Meinst in den Schnee, ne? Du fliegst in den Schnee. Genau, das machen wir jetzt. Und das Nächste, was wir hier in diesem Video sehen können, wahrscheinlich, wie Stefan einen Schneemann baut. Auweia. Ah, da nehme ich auch noch vor heute. Ja, hast du mir aufgetragen. Werde ich dann auch wohl mal machen. Ne? Ja, weil hier können wir mal einen richtigen Schneemann bauen. Ja. Nicht nur so ein Mini-Ding. Ja. Und jetzt machen wir Kombüsenstudio. Los geht's. Hui! Hier geht's weg. So, der Mann behauptet, man kann hier keinen Schneemann bauen. Schneemann ist nicht. Bleibt nämlich nicht zusammen. Weil total krümelig. Tja. Wieso? Ist doch. Geht doch. Ja, aber ich kann das ja nicht zusammenrollen. Dann roll mal das jetzt. Oh Gott. Siehst du schon, großer Kugel? Geht nicht gut, ne? Ja. Dann ist leider nichts mit Schneemann bauen. Nee. Schade. Ist halt pulverig. Aber Challenge accept. Wir probieren das woanders. Ja, okay. Wo? Ja, wo noch Schnee liegt. Ach so, na dann. Du Diddle, du. Ja. Dann werden wir jetzt Wasser holen, ne? Dann holen wir jetzt Wasser. Und machen nochmal. Hui! Da ist unser Braten.
Genau. Also wenn ihr den Dampf so vor der Kamera sehen könntet, würdet ihr sehen. Und es riecht draußen schon so sehr. Da waren eben Leute, die sind schon stehen geblieben, aber ich glaube nicht deswegen, keine Ahnung. Genau, und ihr habt eben gerade etwas gesehen, da glaubt man ja nicht dran. Ne? Oh, ihr habt wir ja gesehen, sind so glücklich. Wir laufen halt, weil wir keinen Schneemann bauen konnten, werden wir mit etwas ganz, ganz Besonderem belohnt. Wir blenden da jetzt gerade nochmal ein Bild ein. Genau, das sind sogenannte Cloud-Wolken. Quatsch, nein, Entschuldigung. Permutwolken. Arktik. Polar-Stratospheric Cloud oder irgendwie sowas auf Englisch eine gesagt. Eine polar-stratosphärische Wolke. Genau, sehr selten oder sind schon sehr eigentlich selten und kommen eigentlich nur in Polarregionen vor, jenseits des 80. Breitengrades oder so habe ich es gelesen. Genau, aber nichtsdestotrotz auch im Tessin durfte man diese jetzt letztens sehen. Ja, also hattest du gerade noch gesagt. Also jetzt haben wir den 25. Das heißt, am 23.12. tatsächlich konnte man das da sehen. Und wir sehen jetzt so eine richtig coole Wolke. Ne? Wie er sagen wird, eine Cloud-Wolke. Eine Wolke-Wolke. Ja, genau, Cloud-Wolke. Oder irgendwie vom Beruf her. Cloud-Cloud? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall was richtig Tolles. Also wir werden wahrscheinlich keine Polarlichter sehen in diesem Video. Wir lassen uns natürlich überraschen, aber wir fahren ja nicht so weit hoch und aktuell sind sie eher in Sibirien, also Russland, als in Norwegen. Aber dafür durften wir das sehen. Und das ist auch etwas ganz, ganz Und falls Besonderes. Es noch jemand interessiert, dort oben herrschen Temperaturen jenseits der minus 78 Grad, weil ansonsten können diese Wolken nicht entstehen. Tja. Da lernt er noch was, wenn ihr uns am Kanal guckt. Siehste. Irgendwas machen wir falsch. Naja, so, wir freuen uns aufs Essen, würde ich sagen. Es duftet so lecker. Ja, das ist so schlimm, das dauert noch so lange. Tisch ist gedeckt. Wir haben Hunger, wann gibt's denn Essen? Das weiß ich doch nicht. Du bist doch der Kombüsenchef. Ach so, muss ich das machen? Ja, nee. Ich hab gedacht, wir haben hier einen Kellner dazu. Nee, der ist nicht da. Ist nicht dabei. Nicht dabei. Hast du nicht mitgenommen, ne? War kein Platz. Ach, das Gewicht ist das Problem, ne? Ja, wo soll denn der auch schlafen? Ah, stimmt auch bei wieder. Bei dir? Nee. Siehst du? Nee. Bei mir passt er nicht mehr, ich bin zu fett. So Quark. Ja, wieder wir warten jetzt auf, dass die Suppe fertig ist. Dann gibt es eine Suppe. Wir werden lecker Wein trinken. Und wie gesagt, ist alles wieder vorbereitet. Alles festlich. So sollte es sein. Ja, theoretisch könnte man jetzt hier sogar noch eine Kerze hinstellen, wenn man wollte. Aber ich glaube, den Platz braucht man nicht, ne? Och, theoretisch würde die da hinpassen. Warte mal ganz kurz. Ja, die musst du auch anmachen, weil komischerweise gehen unsere Kerzen, obwohl sie auf on sind, nicht an. Wie? Aha. Ja, du musst sie jetzt einmal auf off machen. Und dann auf an. Und dann auf an machen. Und dann gehen sie auf einmal. Das ist ja komisch. Ganz komisch, aber so ist das nun mal. Da haben wir unsere Kerze und jetzt warten wir, dass das Süppchen fertig ist und dann geht das Stück für Stück für Stück weiter. Thought that Christmas could bring tears to my eyes. Don't get me wrong, still enjoy full times. We're gonna sing this song. Look at this. Jetzt sind wir durch. Ja. Ein langes Video, Buggys Kombüsenstudio, echt langes Teil. Zum Abschluss gibt es jetzt einfach ein bisschen Vinetta-Eis. Es ist nur wenig, weil wenn wir wollen, können wir noch was nachnehmen. Aber ganz ehrlich, ich bin so gesättigt. Ich glaube, das reicht aus. Und zur Not hat man morgen einfach ein bisschen mehr. Ja, ist oder ja, übermorgen noch was. Übermorgen ist ja was Schönes. Mhm. Wir werden jetzt wieder das Eis essen, dann ein bisschen noch Musik hören und dann heißt es der große Abwasch. Und morgen geht es hier weiter. Morgen verlassen wir den Campingplatz, wollen noch weiter in den Norden rein. Mal gucken, ob das funktioniert. Ihr werdet es auf jeden Fall erleben. Und wir sagen für uns jetzt erstmal, oder zu euch, gute Nacht und gleich geht's weiter. Among all the gifts, among the Christmas cards, I think of you, don't forget. I ring a bell for those
lend a helping hand. And if you do the very best you can, it won't be hard to understand. And that's how we know it's Christmas. For every girl and boy. Guten Morgen! Einen wunderschönen guten Morgen. Hier aus Heckner Camping, wo wir jetzt langsam aber sicher abreisen. Ich habe schon ein Werkzeug in der Hand. Ja, hier muss jetzt mal ein bisschen von Eis befreit werden. Mhm. Hier sind ja richtige Klopperdinger, das seht ihr gar nicht. Huch, hab schon vom Eis befreit. Genau, das heißt, das muss natürlich alles ein bisschen ab und der Reifen, der darf dann auch wieder ein bisschen Eis befreit werden. Ja, das machen wir jetzt. Dann wird natürlich die Beleuchtung abgemacht. Unsere schönen Schutzschuhe für die Scheibenwischer, die haben sich auf jeden Fall bewährt. Dazu gibt es noch ein weiteres Video, können wir euch auf jeden Fall versprechen, weil wir rundherum wirklich immer Fragen bekommen, Reifen, Ausstattung etc. Genau. Aber wo er die Dinger kriegt, ist ja wahrscheinlich auch... ist noch nicht unter, weiß ich noch gar nicht. Naja, vielleicht, gut. Mal schauen. Sonst spätestens in dem Video... Auf unserer Webseite findet er das. Da findet er auf jeden Fall was. Sonst, was soll man sagen, zum Campingplatz. Also wir müssen sagen, also gefühlt haben wir Freistehen gemacht. Ja, also wir waren hier super allein, es hat uns super toll gefallen. Ja gut, klar hat man Geld bezahlt, dafür hat man aber auch Strom gehabt. Genau. Also von daher brauchten wir uns über Energie keine Sorgen machen, sonst hätten wir auch nur wahrscheinlich 2 Tage ausgereicht. Ich frage gerade, ob das Gleilehen ist. So Glamping-mäßig. Ja, irgendwie schon. Das ist Freistehen mit Glamping. Genau. Also schon ideal. Tolle Aussicht, tolle Sache haben wir hier erlebt. Sonst der Platz wirklich im Sommer soll der stoppevoll sein. Ja. Sehr laut, weil er ist halt 24/7 geöffnet. Du kommst ja jederzeit her. Also eins muss ich sagen, hier im Winter, es war super ruhig. Es war gar nicht laut. Absolut das Gegenteil, was die Kommentare bei, bei Park von Hyde sagen. Definitiv. Bei Park von Night kannst du gar keine Kommentare gelesen haben. Ah, nee, dieser das nicht. Platz ist nämlich gar nicht bei Park von Night. Also es war der Herr, der das gesagt hat. Der Herr, der das gesagt genau. hat. Genau. Also jetzt, sonst würde ich ja ganz, ganz hinten am Anfang, also wirklich gefühlt 500 Meter steht erst das nächste Wohnwagen. Also wir fühlen uns hier wirklich freistehend im Glamping-Stil. Aber nochmal, was zu dem Platz zu sagen. Die Seite ist leider nur auf Norwegisch. Es gibt eine Booking-Informationsseite, die haben wir verlinkt. Das ist wenigstens auf Englisch. Also man muss sich da schon wirklich auskennen. Sie geben es zwar in Deutsch an, aber so wirklich funktionieren, vergiss es. Ja, aber auch nur das Buchen. Und wie gesagt, wir haben gebucht über Internet, dann ging das. Wie das hier funktioniert, wahrscheinlich gibt es hier keine Rezeption. Konnten jetzt alles nicht erkennen. Nee, es ist wirklich 24-Stunden-Service, 24-7. Also hier wirklich minimalistisch. Sonst richtig cool. Im Sommer weiß ich, dass man hinter euch angelt und da, also in diesem Fluss, geht man baden im Sommer. Genau, da ist nämlich eine Badestelle normalerweise. Also wir nicht. Gut, wir rödeln jetzt ab. Wir haben schon viel zu viel gelabert. Das nächste, was ihr seht, sehen ihr, wie wir los. Achso, was es auch nicht gibt, Grauwasser. Es gibt keine Grauwasseransorgung. Nee, das hier muss ich jetzt mit der Toilette machen. Aber wir sind ja flexibel. So, jetzt aber rödeln wir ab. Und dann melden wir uns wieder, wenn es was zu sehen gibt, also wenn wir hier losfahren. Ne? Genau, los geht's. A sunny day, but it's cold outside. It tingles in my heart. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear the jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. Here, my winter wonderland. I'm walking around making small talk with people that pass me by. A Chevrolet offer gives me joy that everyone's having a good, good time. I hear those jingle bells, people singing about love.
like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Ist das hier windig? Oh Norwegen, welchen Wind gibst du uns hier? Ja. Und es ist kalt. Nicht? Minus 4. Also, ne? Eigentlich naja, nicht, geht es eigentlich. Ist nicht kalt, es ist aber saumäßig windig und das macht es einen richtig kalt. Und da sind wir froh, dass wir gute Klamotten bei haben: Schal, Mütze und auch Kapuze. Und hier oben brauchst du definitiv eine Kapuze. Wir sind auf 1140 Metern hochgefahren. Die wir dann noch wieder runterfahren. Genau, wir sind hier in der Nähe vom Gaustadstoppen. Wir blenden so, euch das mal. So heißt mal. Der Berg. Der ist dann 1883. Also der ist nicht mehr viel größer. Ich glaube, der Blick ist dann hinten raus. Wir haben hier Fotos gemacht. Die blenden wir euch jetzt alle dann ein. Aber wir haben entschieden, wir machen hier um 0 Uhr Brotzeit, fahren wieder runter. Es ist einfach vom Wind her nicht schön. Nein, es ist zu dolle. Also ich weiß nicht, wie sich das Auto nachher verhält. Das muss ja nicht sein. Und wir brauchen auch noch dann einen Zwischenplatz, weil wir werden auf jeden Fall Schneeketten jetzt aufziehen. Ja, ich denke. Jetzt werden wir erstmal das Stückchen hier probieren, schön langsam. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Rauf haben die Reifen auf jeden Fall einen bombastisch guten... Du bist aber zwischenzeitlich gerutscht. Ja. Aber die haben das ohne Ketten geschafft. Also dafür, dass dann stand so nach dem Motto Ketten. Ja, aber bergab sollte man vielleicht dann doch... Aber Ketten. Die anderen Autos hatten auch keine Ketten. Na ja, gut, die Bullis haben Ketten gehabt. Ja, weil dicke Tonnen, ne? Wobei so ein Tesla ist jetzt auch nicht gerade das... Leichteste Auto, ja. Ja, auf jeden Fall, wir machen jetzt eine Brot- und Kuchenzeit und dann melden wir uns unten aus dem Tale wieder. Aber wie gesagt, die Aussicht von hier oben, richtig grandios. And it's snowing, it's the time of year again. I'm happier here, my winter wonderland. I'm walking around making small talk with people that pass me by. A Chevrolet offer gives me a joy that everyone's having a good time. I hear those jingle bells, people singing about love. Like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happier here, my winter wonderland. No. It's the time of year, winter wonderland. My winter wonderland. It's the time of year, my winter wonderland. My winter wonderland. I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. My winter wonderland. Oh, my winter wonderland. Oh, my winter wonderland. Es hat uns wieder runter verschlagen vom Berg. Genau, aber was für geile Eiskristalle, Eisdinger da an den Wänden. Das sah schon schön aus. Also. Wir sind jetzt ohne Ketten runter, also ganz langsam, ganz sachte, ich weiß nicht, so um 30 km/h, das ging alles. Ja, aber mit dem Berg... Mit dem Bergabfahrassistenten. Genau. Der hat seinen Job auch gut gemacht, nicht nur die Räder, sondern auch der. Zwischendurch hatten wir ein bisschen Angst, was ist mit unserer Scheibe los, die knackte so. Oh ja. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, warum sie knackt, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man von hier aus das Skigebiet sehen. Wir werden euch am Schluss jetzt hier noch Bilder einblenden, damit ihr mal seht, wo wir sind. Mhm. Offiziell laut Parkwunder ist das ein Parkplatz, wo auch Wohnmobile stehen können. Wir konnten jetzt das Schild nicht dazu finden, bleiben trotz allem hier, weil wir wollen einfach nur hier übernachten und morgen geht es ja dann weiter. Wir wissen noch nicht wohin, in welche Richtung, weil da müssen wir mal schauen, was da kommt. Mhm. Auf jeden Fall für euch, es geht hier noch definitiv weiter. Naja, unsere Wintertour ist noch nicht zu Ende.
Irgendwann ist natürlich der Schnee weg, das ist klar, wenn wir in Richtung Süden weiterfahren. Aber noch, glaube ich, sind wir nicht so weit. Ja, weil wir müssen, wir haben das schon nachgeguckt. Langsam Richtung Oslo, ne? Silvester müssen wir hinter Oslo sein, sonst wird es definitiv zu spät für uns. Das sind halt nochmal die Tücken, wenn man nur knappe 2 Wochen hat. Aber trotz allem, wir bereuen nichts, dass wir diesen geilen Trip hier gemacht haben und können euch wirklich schon empfehlen, einfach mal um sowas anzufangen, einfach mal Südnorwegen. Reicht schon vollkommen aus. Ja, das ist prima. Das ist wirklich prima und das geht auch relativ einfach deswegen. Also im Winter, klar, im Winter ist es wieder noch eine andere Nummer, aber wer sich das zutraut, der kann im Winter auf jeden Fall. Ja. Auf den Hauptstraßen, die sind auch geräumt, da ist das gar kein Problem. Im letzten Video werden wir ein kleines Fazit machen dazu, weil auch Fähr- und Entsorgung ist, wird ein Thema sein, kann ich euch versprechen. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, gibt es noch ein paar Impressionen hier von dem Platz. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder. Also, wolltest du noch was sagen? Nö, nein. Nicht, dass ich dich überrenne hier auf einmal. Ich bin fertig. Dann ist es gut. Dann bleibt uns gewohnt, bleibt gesund. Abonniert unseren Kanal. Gebt diesem Video gerne ein Like. Kommentiert fleißig, was zu kommentieren gibt. Falls ihr Fragen habt, immer rein damit. Wir versuchen es zu beantworten. Genau. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.